Hallo, ein schönes neues Jahr und guten Tag. Wieder einmal und vor allen Dingen weiter gibt es die Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken, die Kussnachrichten. Ich habe mir noch ein bisschen was zu trinken mitgebracht, weil die Silvesterfeier war ja etwas umfänglicher und ich weiß nicht, wie viele Tage ich noch brauche, um wieder richtig nüchtern zu werden. Aber jetzt erst einmal der Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen hier. Lassen Sie sich überraschen, das geht wieder mächtig los im Kulturzentrum Staaken. Hallo Leute, ich bin's jetzt wieder, euer Dieter Durchblick. Mensch, da sag ich doch mal erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr hier im Kulturzentrum. Ey, na, dit war ja eine Knallerei. Ich hab ja richtig die Schnauze voll davon. Aber soll ich euch was sagen? Hier im Kulturzentrum, da hat's ja im letzten Jahr ab und zu richtig geknallt. So die eine oder andere Veranstaltung. Ey, da war ja hier was los. Ich bin ja mal gespannt, ob das im neuen Jahr wieder genauso ist. Ich glaub aber schon. Ich hab ja gehört, da soll ja wieder einiges passieren. Und so richtig mit viel Rums soll hier was passieren. Ich hoffe, dass ich euch dann hier im Kulturzentrum wiedersehe. Also bis denn erstmal. Tschüssikowski! Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es freut mich, Sie in frischer Frische hier bei den Kussnachrichten wieder begrüßen zu dürfen. Das alte Jahr 2023 endet eigentlich erst am 13.01. mit dem satirischen Jahresrückblick von und mit Gerald Wolf. Ab 18.30 Uhr können Sie ins Kulturzentrum Staaken kommen. Die Konzertsaison beginnt jetzt schon wieder traditionell am Samstag, dem 20.01. mit Bernd Newman and Friends, Oldies, Countries, Rock'n'Roll. Aus wohlinformierter Quelle kann ich jetzt schon einen weiten Vorausblick auf das kommende Jahr geben. Es wird wieder mit an Bord sein, der St. Patrick's Day. Es wird die Salsa-Party mit Eduardo wieder geben. Peggy und Simone stehen wieder auf dem Programm und auf Staakenwild gemixt wird es im Oktober wieder geben. Bis dahin haben wir jede Menge anderer Kultur-Highlights für Sie jetzt schon geplant. Freuen Sie sich auch auf ein attraktives Kursprogramm bei uns im Haus. Wir freuen uns auf Sie, auf das neue Jahr. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ihr Detlef Kleino. So, das war die neue Ausgabe. Ich habe inzwischen auch den Rest getrunken. Bei mir geht's wieder aufwärts. Ich hoffe, dass Sie sich beim Jahreswechsel mit vielen tollen Vorsätzen versehen haben. Und einen möchte ich Ihnen allerdings noch mitgeben. Der heißt, wenn du traurig bist, dann singe einfach. Du wirst sehen, dass deine Stimme schlimmer ist als dein Problem. Tschüss.